Okay, auf geht's, machen wir weiter. Kommen wir langsam zu den etwas spezielleren Fällen. Wir haben jetzt ganz viel über Sozialverhalten, soziale Kompetenzen gehört. Jetzt in dem nächsten Vortrag geht es jetzt eigentlich schon darum, wie kann ich denn Pferde in neue Gruppen eingliedern. Ich würde jetzt gerne erstmal so ein bisschen Grundlagen dem vorlegen und dann ganz viel diskutieren, weil ich glaube, das ist ein Thema, da haben einfach ganz viele Leute auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Und wir können auch gemeinsam daraus ein bisschen das nutzen oder daraus lernen. Soziale Organisation, diese Folie kann ich jetzt überspringen, das hören Sie sonst zum dritten Mal. Das Einzige, was, glaube ich, bei Barbara nur kurz angesprochen wurde, was aber eine wichtige Rolle spielt, wir gehen heute davon aus, dass Pferde auch in der Natur in sogenannten Fish and Fusion Societies leben. Das heißt, auch in der Natur trennen sich Pferde und sie suchen dann auch Gruppen wieder auf. Und in diesem sehr komplexen Bild, was Barbara am Anfang hatte, wurde gut gezeigt, dass eben Jungpferde, eigentlich 80-90% der Jungpferde, ihre Muttergruppen verlassen. Was aber auch noch ein großer Faktor ist, den wir uns in Erinnerung rufen müssen, wenn wir uns mit Eingliederungen beschäftigen, auch adulte Pferde wandern ab. Auch in der Natur sehen verschiedene Forschergruppen, dass ungefähr 15% der adulten Pferde jährlich ihre Gruppe wechseln. Das heißt, im nächsten Jahr sehen wir einfach, dass 15% Wechsel stattgefunden hat. Das sind eben häufig Stuten, die mal einfach auch einzeln wechseln oder auch sogar mal zu dritt, das habe ich auch schon beobachtet. Oder wir haben zum Beispiel auch Hengste, die ihre Strategie verändern. Das heißt, erst ein Harem haben, vielleicht dann auch mal wieder in eine Junggesellengruppe gehen und dann wieder ein Harem zurück. Also da haben wir auch viel mehr Wechsel, als das in den alten Lehrbüchern früher drin stand. Und das ist im Prinzip eine gute Nachricht, wenn wir uns damit beschäftigen möchten, dass wir Pferde verschieben, weil das ist ja nun mal unser tägliches Brot. Wir müssen umziehen, wir wollen unsere Pferde mitnehmen. Das heißt, auch da kann man davon ausgehen, das ist nichts, was Pferde nicht eigentlich kennen würden in der Natur und mit dem sie auch umgehen könnten, wenn wir ihnen eben bestimmte Grundsituationen quasi ermöglichen. Und im Prinzip, wenn man jetzt heutzutage schaut, was gibt es denn so für Techniken, die angewendet werden, um Pferde zu integrieren, kann man die ganz grob schematisiert eigentlich einteilen in die direkte Integration. Das heißt, das neue Pferd kommt und wir machen den Hänger auf, ab rein in die neue Gruppe. Oder man könnte das neue Pferd erst einmal auf einen getrennten Paddock stellen und dem Pferd die Möglichkeit geben, eine Weile zuzuschauen, bevor wir ihn dann eben in die neue Gruppe dann integrieren. Und die dritte Möglichkeit wäre dann, dass wir den Neuen auf ein getrenntes Paddock stellen und vielleicht sogar auch noch ein anderes Mitglied aus der Gruppe dann dazustellen. Und das würde dann, ich nenne es immer mit Bewährungshelfer oder eigentlich eben mit Integrationspferd. Auch das ist eigentlich eine Methode, die in letzter Zeit sehr stark propagiert wird, dass das eine der schonendsten Methoden wäre. Aber genau auch das ist eine Grundlage, die wir später noch diskutieren müssen. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die da noch verknüpft sind. Was wir uns angeschaut haben, jetzt erstmal ganz grob, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Stresslevel zum Beispiel bei den verschiedenen Integrationsmethoden? Da haben wir wieder Stresshormone im Kot gemessen. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel, wir haben jetzt hier drei Kurven. Das ist leider hier ein bisschen verrutscht. Die direkte Eingliederung, genau, also dieser blaue hier ist verrutscht. Sie haben die direkte Eingliederung hier, die fangen bei so einem Basislevel Stresshormon im Kot an, kommen in die Gruppe rein, haben so einen Stresspeak und bauen dann wieder auf normalen Level ab. Dann hätten wir den schwarzen Balken, der ist auch ein bisschen verrutscht, das war eigentlich erstmal hier oben. Der würde an dem Tag der Integration selber hätten dann diese Pferde, die vorher beobachten konnten, also erstmal am Paddock standen, ein bisschen weniger Stress, steigen dann aber auch noch weiter an am Tag danach und bauen dann den Stresslevel wieder ab. Was jetzt uns damals erstaunt hat, wir haben jetzt diesen roten Balken, da wäre der ursprüngliche eigentlich gewesen, diese Pferde standen erst auf dem Paddock mit einem anderen Integrationspferd und sind dann mit dem Integrationspferd in die neue Gruppe reingekommen.
Und was auffällig ist, die fangen schon mal an einem viel höheren Stresslevel an. Auch der steigt noch an und fällt dann aber relativ schnell ab. Sodass man sich jetzt überlegen muss, Moment, wie war das noch? Die Methode mit Integrationshelfer ist die beste. Das ist aber jetzt erst einmal nur in Anführungszeichen die Messung der Stresshormone. Und natürlich müssen wir uns unbedingt auch die Verhaltensweisen anschauen. Also keine wissenschaftliche Studie heutzutage wäre mehr haltbar, wenn man sich nur Hormone anschaut oder physiologische Parameter, sondern man muss sich immer das Pferd auch angucken. Und wir haben für diese drei Methoden dann auch die Verhaltensweisen ausgezählt. Und wir haben hier ganz links nur die aggressiven Verhaltensweisen. Und hier haben wir dann alle Verhaltensweisen, die Pferde untereinander ausgetauscht haben. Die Muster sind die gleichen. Was wir hier auf jeden Fall haben, wieder die Methode Nummer 1, die direkte Integration, am meisten aggressive Interaktionen. Dann hätten wir die Methode nachbeobachten, da sieht es dann schon ein bisschen besser aus, aber ja, der Mittelwert ist jetzt nicht so viel besser. Auch da haben wir noch eine ganze Menge aggressive Interaktionen und am besten schaut es tatsächlich beim Austausch der aggressiven Interaktionen bei der Integration mit dem Integrationspferd aus. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen zweigeteiltes Bild hier. Wenn wir auf das andere zurückgehen, tatsächlich hätten die Pferde wahrscheinlich oder einige Pferde ein bisschen mehr Stress. Wenn sie erst mit einem Integrationspferd verpaart werden, kann man vielleicht damit diskutieren, dass sie halt eben auf dem Zusatzpaddock vorher sich mit dem schon auseinandersetzen mussten. Ist aber eine reine Hypothese, müsste man auch erstmal testen. Aber letztendlich interessiert uns ja eigentlich das hier. Weil kein Pferdebesitzer fragt den Stallbesitzer so, wie viel Stress hat denn mein Pferd, sondern eigentlich alle wollen so wissen, schlagen die sich jetzt gleich gegenseitig tot. Das heißt, die Aggressionen sind das, was am Ende des Tages eigentlich zählt. Das heißt, man kann sagen, mag schon sein, dass die dann vielleicht ein bisschen mehr gestresst sind, wenn ich sie erst dazu zwinge, sich mit einem Gruppenmitglied auseinanderzusetzen. Aber das hat vielleicht auch sein ganz Gutes, wenn dann hinterher die Integration tatsächlich mit weniger Aggressionen abläuft. Also das wäre jetzt erstmal so das, was ich vorlegen möchte zu den Integrationsmethoden, die wir später noch sehr kontrovers diskutieren können, weil da gibt es noch viele Parameter, die da mit reinspielen in diese drei verschiedenen Methoden. Ein Parameter wäre zum Beispiel auch, was beobachten denn die Pferde dann so? Weil wir haben jetzt diese drei Methoden uns angeschaut und wir haben gesehen, es gibt schon einen leichten Effekt, wenn Pferde zuschauen. Was sagt denn die Wissenschaft dazu, was Pferde wohl sehen? Und wir haben hier eine Studie, die im Prinzip Pferde über eine Matte haben laufen lassen. Ganz einfach, die Pferde liefen einfach los vom Startpunkt, mussten hier über eine Matte rüber und konnten dann zu einem Futtereimer. Was interessant eigentlich dabei ist, man hat hier nebendran auch noch einen Beobachter gestellt und man hat den eine Weile erstmal zuschauen lassen, während andere Pferde über die Matte gingen und hat dann hinterher den Beobachter auch den gleichen Weg laufen lassen. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass die Herzfrequenz der Pferde, die wir erst beobachten konnten, niedriger war als diejenige, die eben keinem ruhigen Demonstrator zuschauen konnte. Das heißt, hier haben wir schon mal so den ersten Hinweis, okay, irgendwas haben sie gesehen und irgendwas ist auch bei ihnen angekommen, was sie später mitgenommen haben, dass sie dann ruhiger sind. Dann ist die Frage, was sehen sie denn wirklich jetzt oder was schauen sie sich ab? Und mit diesem Thema haben wir uns eine ganze Weile in meinen Forschungsgruppen beschäftigt. Hier haben wir jetzt eine Studie, in der wir wir haben hier einfach die Join-Up-Methode von Monty Roberts verwendet. Also wir können hier oben dieses Bild einfach mal sehen. 2008, das war so die Zeit, wo das gerade richtig aufkam. Alle haben so Join-Up nach Monty Roberts gemacht. Und wir haben das natürlich auch mal ausprobiert und geschaut, wie kann man das testen. Wenn wir das hier oben sehen, hätten wir jetzt gerade hier so diese Phase, dass die Person, die mit einem Pferd trainiert hat, mit dem Pferd so lange trainiert, bis das Pferd dann mitgeht, ganz brav und eben selbstständig an der Schulter einfach mitläuft. Und unser damaliger Chef an der Uni hat gesagt, Mensch, stell doch mal einen Beobachter daneben, würde mich mal interessieren, was der dann macht. Und das war dann unser Beobachter. Am Anfang habe ich gesagt, ja, was soll der schon beobachten, Blödsinn. Ne? Aber nachdem unser Chef dann ein Jahr lang dann insistiert hat, habe ich gesagt, gut, machen wir es. Also haben wir jetzt hier eben diese Situation,
Vorher, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, vorher hat diese Person hier im Kreis mit dem Pferd gearbeitet, hat mit dem Join-Up-Training gemacht, hat den immer wieder weggeschickt, hat gewartet, bis der irgendwann mitgeht und ist dann eben in dieser Situation einfach ein paar Mal mit diesem Pferd an dem zuschauenden Pferd vorbeigegangen. Wir haben dann eben am Ende, als wir uns das angeschaut haben, zwei Situationen gehabt. Wir hatten Zuschauer, die sind nicht mitgegangen. Das heißt, die Person ist danach hier unterm Zaun durchgewechselt und hat dem zuschauenden Pferd auch angeboten, Mensch, geh doch mit, ne? Dann hatten wir eine, die sind überhaupt nicht mitgegangen, und wir hatten andere, ich glaube, leider läuft hier das Video nicht. Hier hätte ich Ihnen gerne ein Video gezeigt. Hier war ein Pferd, was eben einfach auch spontan nach dem Zuschauen sein Verhalten geändert hat, von nicht mitgehen, dann sofort dieser demonstrierenden Person auch gefolgt ist. Was meinen Sie, was könnte der Unterschied sein zwischen Pferden, die ihr Verhalten nicht verändern nach dem Zuschauen, und Pferden, die dann, wenn sie sehen, dass ein anderes mit dem Menschen mitgeht, aufgehen, okay, gehe ich auch mit. Was könnte der Unterschied zwischen diesen Zuschauern gewesen sein? Die Hierarchie zwischen Zuschauer und Demonstrator, also zwischen diesen zwei Pferden, meinen Sie, oder? Mhm. Perfekt, genau. Das ist einer der Haupteffekte. Da kam noch eine Antwort oder eine Frage? Ein Cheval plus jeune, peut-être, qui a moins d'expérience. Ja, auch. Und wollen Sie noch? Oder? Wir können es aber auch erstmal weitermachen. Also für uns war das erstmal total erstaunlich. Wir haben gesagt, was geht denn hier ab? Warum gehen die einen mit und warum gehen die anderen nicht mit? Und wir haben uns dann erstmal wieder in die Gruppe reingestellt, haben die Gruppen beobachtet und haben genau das festgestellt, was Sie gesagt haben. Es kommt auf das Verhältnis der Pferde zueinander an. Und wenn wir jetzt quasi hier ein dominantes Pferd trainiert haben und der Zuschauer war rangniedrig, sind die immer ohne Diskussion mitgegangen. Wir konnten das sogar umdrehen. Wir haben das dann manchmal so gemacht, dass wir das Training abgebrochen haben, bevor der Dominante mitgegangen ist. Also das Training war nicht erfolgreich. Und dann sind die Zuschauer nicht mehr mitgegangen. Das heißt, die haben ihr Verhalten sogar auch flexibel dem angepasst, was sie da gesehen haben. Haben sie gesehen, der Dominante spielt ganz, ganz brav mit, okay, dann gehe ich vielleicht auch lieber mit. Haben sie gesehen, der macht, was er will, dann haben sie auch gemacht, was sie wollten. Und ein extra Faktor war auch ganz, ganz wichtig, und das ist jetzt auch für unser Thema heute, was auch wichtig war, die Pferde mussten sich gut kennen. Das heißt, dieses Training oder dieses Zuschauen hat nur funktioniert, wenn die Pferde aus der gleichen sozialen Gruppe gestammt haben. Haben wir Pferde aus unterschiedlichen sozialen Gruppen gepaart für dieses Training, hat das den Zuschauer überhaupt nicht interessiert. Das heißt, wir haben dann hier in dem Bereich, die Demonstratoren sind dann einfach irgendwo durch die Gegend gelaufen, haben sich alles Mögliche angeschaut, aber bestimmt nicht das Training, was sie sich hätten anschauen sollen. Also auch das ist ein wichtiger Faktor. Das hierarchische Verhältnis der Pferde untereinander und kennen sie sich überhaupt? Haben sie überhaupt schon ein soziales Verhältnis zueinander aufgebaut? Auch das wäre was, was man in die Kalkulation mit einbeziehen muss. Dann haben wir uns angeschaut, Sozialverhalten kopieren ist sehr interessant. Ja, noch eine Frage? Merci. Je sais qu'en éthologie scientifique, on dit que l'imitation, ça n'existe pas. En tout cas, ça n'a pas été prouvé, je crois, scientifiquement. Donc là, il s'agit de quoi? C'est pas de l'imitation, du coup, si un cheval avec un rang moins élevé dans la hiérarchie va faire la même chose que celui qui a un rang plus élevé? On ne parle pas d'imitation en termes d'éthologie, du coup, dans ce cas-là? Oui, moi, je vais débattre ça après. Je vais juste faire, parce que les bases de cette discours n'est pas très beaucoup. Nous pouvons débattre ça après. Mais, s'il vous plaît, donnez les questions encore. Die nächste Frage, was wir auch noch nutzen können, wenn wir jetzt in komplexe Stallsysteme eingliedern, kopieren Sie jetzt nur Sozialverhalten oder kopieren Sie eventuell auch den Umgang mit technischen Apparaten oder so? Wenn wir zum Beispiel uns jetzt
Aktivstelle, also Computerfütterung anschauen, kann ich das vielleicht auch nutzen. Wir haben jetzt hier eine Situation, in der haben wir Pferde einen Demonstrator antrainiert, ihr eine Futterkiste zu öffnen. Die sieht von der Seitenansicht so aus, das heißt, sie haben hier einen Knoten, der geht nach oben auf und hier geht eine Schublade raus. Von oben sieht es so, hier packt das Pferd den Knoten an und da geht die Schublade auf. Diese Demonstratoren, die anzutrainieren, ist kein großes Problem. Sie machen einfach ein Stückchen Brot in den Knoten, dann versucht er 10-mal dieses Brot rauszukriegen. Durch Zufall geht die Schublade auf und dann hat er es kapiert. Aber was uns jetzt interessiert hat, was würde dieses Pferd tun? Dieses Pferd ist nicht antrainiert, das steht nur daneben und schaut zu. Und würde er das nur durch Zuschauen verstehen, dass er da an diesem Knoten ziehen muss? Also haben wir mit denen dann wieder einen Versuch gemacht. Ich fürchte, das ist auch nicht eingebettet, das Video. Aber auch nicht so schlimm. Was wir hier haben, wir haben jetzt eigentlich ein ähnliches Bild wie vorhin. Wir haben 25 Pferde getestet. 12 haben es gelernt, 13 haben es nicht gelernt. Wieder pari pari ungefähr. Wir haben uns überlegt, woran liegt es? Warum schauen es die einen ab? Warum scheint es die anderen nicht ab? Dann haben wir uns dazu das Alter der Pferde angeschaut, den Rang und das Temperament. Temperament im Sinne, nähern sie sich Objekten schnell an, also sind sie neugierig. Wenn man sich das jetzt hier anschaut, die Lerner gegen die Nichtlerner, sehen wir, dass die lernenden Pferde jünger sind vom Alter, sie sind im Rang niedriger und sie sind neugieriger. Sie haben sich den Kisten häufiger den Objekten häufiger angenähert. Jetzt nicht so erstaunlich. Was aber auch sehr, sehr interessant war, ist die Geschwindigkeit des Lernens in Bezug auf das Alter. Wenn Sie hier sehen, das sind die Anzahl der Demonstrationen, die diese Pferde hatten und im Vergleich zum Alter. Das heißt, die ganz jungen Pferde haben nur ein paar Demonstrationen gebraucht und hatten sofort raus. Und dann wurden es immer mehr Demonstrationen und den kleinen Schimmel, den Sie hier gesehen haben, das war unser 14-Jähriger, ich glaube, der hat 67 Demonstrationen gehabt. Und dann hat sie es aber auch kapiert. Dann ist sie einfach zügig zu der Kiste hingegangen und hat sie auch aufgemacht. Darüber, wir hatten nicht nur Pferde, die maximal 14 waren, wir hatten bis 32, gab es kein Pferd mehr, das das noch abgeschaut hat. Ob Pferde jetzt wirklich ab einem gewissen Alter nicht mehr sozial lernen, diese Hypothese kann ich jetzt nicht stellen, weil wir haben mittelalte Demonstratoren genommen. Das heißt, unsere Demonstratoren waren so zwischen 15 und 17 Jahren. Die Frage, die sich uns stellt, ist, lernen halt die nur immer von den älteren Demonstratoren, was wir hier unten gesehen haben? Die Demonstratoren waren eigentlich im Schnitt immer älter als die abschauenden Pferde. Dazu müssten wir jetzt ältere Demonstratoren noch einsetzen, um das nochmal zu testen. Also hätte ich jetzt einen Demonstrator, der 30 wäre, würden da vielleicht dann die 20, 25-Jährigen das auch noch abschauen? Müsste man nochmal anschauen. Hatten wir noch keine Zeit dazu. Okay, aber was man jetzt hier festhalten kann, dass auf jeden Fall so ist, dass wir jüngere Pferde, die von älteren, ranghöheren Demonstratoren gelernt haben. Und dass sie als junge Pferde schneller lernen, ist ja auch nicht so verwunderlich. Wir gehen auch alle in die Schule, wenn wir so 6 bis 18 sind. Ab 40, 50 wird es dann langsam mühsam, aber es geht noch. Das ist die positive Botschaft. Was können wir jetzt davon auch wieder uns rausziehen? Ja, wenn wir jetzt tatsächlich eben Integrationen in neue Stallungen, Stallsysteme vornehmen, Pferde kopieren die Gruppenmitglieder, ziemlich gut, also sie kopieren ältere, ranghöhere aus der gleichen Gruppe sehr gut. Wir können das nutzen, indem man sie eventuell antrainiert, eben auch an Stall, an, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht an Fütterungscomputer oder so. Und es muss uns auch klar sein, dass sich auch hier Traditionen bilden. Auch dieses Erlernen von, was sind gute Fressplätze, was sind schlechte Fressplätze, was sind giftige Pflanzen, was sind Morast. All das funktioniert in der Natur eher reibungslos. Das ist die Frage, ob unsere Pferde das noch so können. Und das muss man wirklich in den Raum stellen, wenn ich zum Beispiel zwei Naturschutzprojekte mit Schweizgepferden kennengelernt habe, in denen die Fohlen, mehrere Fohlen im Morast stecken geblieben sind und gestorben sind. Wenn man sich, Moment,
da denken sie, das kann doch gar nicht sein, das müssen sie sich doch von ihren Müttern abschauen, dass sie da einfach gar nicht reingehen in den Morast. Stellt sich die Frage, hätten die Mütter überhaupt die soziale Erfahrung, in diesem Territorium, mit diesem Territorium umzugehen? Auch das muss ich mir vorher überlegen. Ich muss mir nicht nur überlegen, was lernt der Neuankömmlinge, sondern ich muss mir auch überlegen, was vermitteln die älteren Tiere, die in einem bestimmten Stall sind. Was haben die für Kompetenzen? Und das Gleiche trifft ja dann letztendlich auf Menschen zu. Wir müssen uns auch überlegen, Moment, hoppla, lernen denn Pferde eigentlich überhaupt, indem sie Menschen beobachten? Und das haben wir uns dann auch mit den Studenten angeschaut. Und hier haben wir jetzt dann unsere Futterkiste ein bisschen modifiziert und haben eine Person zum Beispiel verschiedene Methoden darstellen lassen, wie man diese Futterkiste öffnen kann. Also wir haben hier wieder so einen Taster, den das Pferd jetzt einfach mit der Nase bedient hat. Hier geht dann eine Futterkiste mit dem Deckel auf. Und die Person, die da demonstriert hat, hat sich einmal hingehockt, einmal mit dem Kopf da, also das mit der Hand bedient, den mit dem Kopf bedient, einmal so eine gemischte und einmal mit dem Fuß. Und uns hat jetzt interessiert, machen Pferde, die das beobachten, diese Technik nach, exakt, oder machen die, probieren sie einfach irgendwie, machen die einfach, was sie wollen. Hier haben wir jetzt wieder eben auch wieder so eine Versuchsperson, als Pferd stand hier wieder zum Zuschauen, wurde hier festgehalten, die Person geht dahin, bedient den Knopf, Kiste geht auf, die Person hat sich dahin gehockt, hat sich auch ein Stückchen Karotte rausgenommen. Wir haben dann aber so eine extra Kiste mit Karotte gehabt, weil sonst auch ein bisschen eklig, wenn er aus der gleichen Kiste essen muss wie das Pferd. Und ist, hat sich dahingesetzt und auch deutlich schmatzend gegessen und ist wieder zurückgegangen. Ganz wichtig kann ich nur sagen, auch Pferde beobachten das exakt. Ist diese Person auch wirklich tatsächlich da? Auch das wäre ein experimenteller Fehler, wenn man das nicht macht. Ich weiß nur, ich habe früher, wir hatten so einen Wallach bei uns in der Gruppe, in so einer Riesengruppe immer, der wollte nie von der Weide reinkommen. Und ich hatte immer Karotten mit dabei. Und bei dem hat es nur funktioniert, den anzulocken. Der hat sich immer so auf 2 Meter, fass mich nicht an, Distanz behalten. Die Karotte rausgenommen und habe angefangen, sie selber zu essen. Dann war er da. Okay, also auch sowas kann man mit einbeziehen dann. Ne? Ja, hier die Kiste nochmal. Und was, dieses ist jetzt ein bisschen komplex. Ich erkläre es langsam. Wir haben jetzt hier unten die verschiedenen Demonstrationen. Wir haben die Demonstration Schalter mit der Hand berühren, Schalter mit dem Kopf berühren, Schalter mit Kopf und Hand und Schalter mit dem Fuß aufmachen. Und die Frage, was uns jetzt interessiert, was machen die Pferde, die da jetzt zugeschaut haben und erfolgreich dann hinterher auch diese Kiste geöffnet haben. Bei Hand haben eigentlich alle mehr oder weniger ihren Kopf verwendet. Einer hat es mal versucht, auch so ein bisschen mit dem Fuß. Kopf, auch alle Pferde mit dem Kopf. Gemischt wurde dann schon unterschiedlicher, also einige durchgehend mit dem Kopf, ein paar wirklich durchgehend mit dem Huf und andere haben gewechselt zwischen Kopf und Huf. Und was eigentlich der interessanteste Faktor ist, hier, die Gruppe, die wirklich die Fußdemonstration hatte, da haben tatsächlich die meisten auch durchgängig die Kiste mit dem Huf geöffnet. Sodass man aber am Ende des Tages sagen muss, die meisten Pferde haben einen Vorzug dafür, ihren Kopf zu verwenden. Und da muss man das einfach so verstehen, sie beobachten den Menschen schon. Und sie sehen, der Mensch macht da irgendwas, der hat auch Erfolg dabei und holt sich da Futter raus und dann probiere ich einfach mal. Das sind so, ist der Großteil unserer Pferde hier, die einfach dann letztendlich es gewohnt waren, mit dem Maul irgendwo zu manipulieren und sich da ein bisschen was rauszuholen. Aber wir haben einige, die wirklich echt exakt beobachten. Und dann wirklich auch versuchen, genau das Gleiche zu tun, was der Mensch auch tut. Okay. Da hinten war noch eine Frage. Wurde diese Studie auch ohne Demonstrant gemacht? Ja, und genau. Was war das Resultat? Wir haben die Studien immer ohne Demonstrator gemacht. Und das heißt, bei der ersten habe ich es dazu geschrieben, bei dieser hier haben wir 14 Pferde ohne Demonstrator trainiert. Da haben wir es dann 12 gehabt, die es nicht gelernt haben. 2 haben die Kiste trotzdem aufgemacht. Aber das Verhältnis ist eindeutig unterschiedlich. Hier haben wir die Hälfte gehabt, die es gelernt haben. Hier einfach die Mehrzahl
die es nicht verstanden haben. Ein paar clevere haben wir immer mit dabei, die es auch selber rausbekommen, ganz alleine. Das sind, wir nennen diese Pferde innovative Pferde, die einfach total clever und innovativ sind und an allem rumprobieren. Bei der anderen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch aufgeschrieben habe. Nee, habe ich nicht dazu geschrieben, aber das Verhältnis war ähnlich, wie in der ersten Studie auch. Da hatten wir, glaube ich, auch ein Pferd, was es wirklich auch alleine gelernt hat, aber die anderen nicht. Okay, ein nächster, ja, was ziehen wir jetzt daraus, wenn wir das Thema Integration uns anschauen, wie wir Pferde in Gruppen integrieren wollen? Uns muss klar sein, Pferde lesen ihre Gruppenmitglieder exakt. Vor allen Dingen richten sie sich nach den älteren Ranghöheren, aber sie lesen auch die Menschen exakt. Und da kommt es wirklich einfach auch wirklich, und zwar in beide Richtungen. Sie können einen positiven Effekt haben, sie können aber auch verloren haben. Wenn ich jetzt in eine Pferdegruppe reingehe, ich gehe gerade auf den ranghöchste Pferd zu und verlange von dem, dass er mir ausweicht, habe ich gewonnen. Weil die ganzen jungen Pferde alle zuschauen und sehen, oh, der Chef muss da ausweichen, dann mache ich das vielleicht auch lieber. Steht der Chef aber da und nickt so ein bisschen langsam die Ohren zurück, denke ich, oh nee, lieber nicht, da mache ich mal lieber einen Bogen drum. Ne? Sehen die Jungen das auch und denken sich, der Chef muss dieser Person nicht ausweichen, also mache ich das vielleicht auch nicht. Habe ich dann mit dem Jungvolk eigentlich hinterher eventuell mehr Arbeit und mehr Ärger, als wenn ich es einfach von Anfang an geschafft habe, mich da direkt durchzusetzen. Ähnlich ist es dann, ja, hinterher, was wollte ich da noch sagen? Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, der vorhin, ich glaube, das ist unsere letzte, die Hierarchie lasse ich aus, weil über Hierarchie haben wir schon so viel gesprochen, das können wir aber integrieren in die Diskussion. Ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, den ich noch unbedingt ansprechen wollte, der kam vorhin ganz kurz mal zur Sprache, ist das Platzangebot. Auch über das sollten wir uns ganz viel Gedanken machen, besonders bei Integrationen. Weil wir haben jetzt hier parallel zu der Integrationsstudie, die wir gemacht haben, haben wir das Platzangebot und die Anzahl der Aggressionen ausgezählt, die zwischen den Gruppenmitgliedern ausgetauscht wurde. Und es gibt tatsächlich eben ein exponentielles Verhältnis zwischen Platzangebot und Anzahl der ausgetauschten Aggressionen in der Gruppe. Das heißt, wenig Platz, viel Aggressionen, ganz simpel, viel Platz, wenig Aggressionen. Und das gilt für Integrationen noch viel mehr, als wenn wir jetzt normales Sozialleben haben. Was jetzt hier ist, man muss jetzt sagen, wir haben jetzt hier in dem blauen Bereich, sind wir ja schon ganz gut aufgestellt. Hier werden wir dann von 120 Quadratmeter pro Pferd bis 330, das ist aber schon ein Haufen. Wenn man das in einem Stallbau berücksichtigen möchte, in dem soziale Gruppe gehalten wird. In Deutschland in den Richtlinien steht 150 Quadratmeter für zwei Pferde plus 40 Quadratmeter für jedes andere. Das heißt, hier sind wir mal locker bei dem Doppelten bis Vierfachen, was hier in dieser Studie als günstiger Bereich gezeichnet wird. Und wir müssen uns natürlich überlegen, wie viel Platz haben wir überhaupt zur Verfügung? Wie kann man eventuell dann auch Ställe clever konzipieren, dass ich vielleicht mit weniger Platz aufkomme, dass ich eben noch andere Möglichkeiten habe. Und darauf wird Thorsten, glaube ich, auch noch darauf eingehen, einfach Stallbauelemente und so weiter clever zu positionieren. Gut, damit möchte ich hier beenden. Ich hätte dann noch einen ganzen Abschnitt über Hierarchie, aber das haben wir uns schon lange genug angehört. Ich möchte lieber noch kurz mit Ihnen Integrationsmethoden diskutieren. Habe ich noch 5 Minuten? 2, 3? Gut. Gut, also kommen wir zurück zur allerersten. Mag nicht mehr. Die 3 Methoden, die haben wir zur Wahl. Was müssen wir in unsere Kalkulation mit einbeziehen? Welche Methode könnte ich, möchte ich in meinem Stall durchführen? Ich habe immer die Wahl zwischen den 3 und sagen, komm, wir fackeln da gar nicht rum, schmeiß den rein in die Gruppe, fertig. Am nächsten Tag hat er sich auch abgeregt. Oder mit dem Integrationswert, das könnte ich da vielleicht noch berücksichtigen wollen.
Also sicher das Alter des Integrationspferdes, die Größe der Gruppe, das Platzangebot. Ja, das würde ich jetzt mal sagen, sind die wichtigsten drei Punkte. Mhm. Das erste habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Das Alter des einzugliedernden Pferdes. Ein Punkt fehlt mir noch, der ganz wichtig ist. Alter, stimmt, ganz wichtig. Größe der Gruppe, Platzangebot. Ein Faktor ist ganz wichtig, der noch fehlt dabei. Le statut hiérarchique du cheval d'intégration. Je ne comprends pas. Hierarchie, ja, gerne. Hierarchie, Verhältnis. Noch immer ein Punkt. Es fehlt noch. La mixie. Savoir si le groupe est mixte ou pas. Le mixte del groupe, oui. Encore une autre. Das ist auch ganz wichtig, gebe ich Ihnen recht. Auch die Zusammenstellung der Gruppe ist natürlich ganz wichtig. Ein Punkt fehlt mir noch, den Sie sich auch unbedingt, bevor Sie integrieren, erfragen sollten. Experience. Il y a aussi la place disponible. Wir hatten das, also Platzangebot, ja, ganz wichtig, aber soziale Erfahrung. Experience sociale. Oui. Ist eine der wichtigsten Faktoren, die Sie von dem neuen Pferd wissen müssen. Sie sollten vorher erfragen, hat der schon häufig den Stall gewechselt oder noch nie? Und daran, das ist einer der Hauptfaktoren, die wir immer wieder auch als limitierend angesehen haben, dass Pferde, die schon ganz häufig den Stall gewechselt haben, die machen das häufig viel vorsichtiger. Die stellen sich erstmal ein bisschen an den Rand und schauen erstmal eine Weile zu. Machen selbstständig diese Integrationsmethode, halten sich erstmal ein bisschen abseits und tasten sich dann langsam an. Haben Sie dann ein Pferd, was sozial total unerfahren ist, macht er selbstständig diese Integrationsmethode, rein in die neue Gruppe, hallo, hier bin ich, und die Neuen sagen sich, ja, auf dich haben wir gerade gewartet, ne? Und es gibt erstmal eine ordentliche Abreibung. Können Sie haben, hier schüttelt einer den Kopf, wenn wir ganz soziale Gruppen haben, eventuell nicht, aber sowas sehen wir immer wieder. Es gibt solche Fälle, wo dann hinterher die Aggression potenziert in manchen Gruppen. Und das ist ein Alarmsignal. Wenn Sie merken, die Aggression ist nach einer halben Stunde vorbei, alle gehen wieder friedlich auseinander, Sie haben ein großes Platzangebot, die spalten sich vielleicht einfach auch auf in Untergruppen, einer nimmt den Neuen mit. Alles gut, aber wenn Sie merken, das baut sich auf und der Neue hat zunehmend mehr Verletzungen, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie dem ein anderes Angebot geben können, dass man dem vielleicht erstmal zu zweit irgendwo aufstellen muss, dass er mehr soziale Erfahrung sammeln kann oder so. Dann ein Punkt noch hier, was mir noch wichtig war, Integrationspferd hatten wir vorhin am Rand nämlich auch schon diskutiert. Wer sollte denn das sein, dieser Blaue hier? Was könnte das für ein Pferd sein, den ich mir aus der Gruppe rausnehme? Möglichst ein ruhiges und ranghöheres Tier. Mhm. Calm, I don't know in English, Heike, in Français. Position, haute position et âgé et calme. Ein anderer Vorschlag? Wir sammeln erstmal Vorschläge. Un réconciliateur? Mhm, perfekt. Vielleicht ein soziales Pferd, der auch schlichten kann. Ein Vermittler, perfekt, gut. Noch ein Vorschlag? Ist gar nicht so einfach. Also das ist wirklich ein Punkt, den man in jedem Betrieb einfach auch so ein bisschen austesten könnte. Ist es nicht unterschiedlich mit dem Pferd, das man integrieren will? Man will integrieren? Auch, genau. Auch die Paarung des zu integrierenden Pferdes und das Integrationspferd wäre wichtig. Ist das ein junges Pferd, ist das ein älteres Pferd, Rang hoch oder sehr rangniedrig? Auch das könnte man noch mit einbeziehen? Ja, man könnte auch ein rangniedriges Pferd nehmen. Vielleicht zieht er sich dann in der Gruppe zurück mit einem, der er auch, weil er muss ja sich auch den Platz erschaffen mit der Zeit. Und vielleicht findet er das ist auch ein Argument. Un cheval dans une position très basse.
jeune, parce qu'elle va connecter bien avec les nouveaux. Auch das wäre eine Möglichkeit, die man diskutieren kann. Tatsächlich, in vielen Stellen stellt sich heraus, dass der Rang und das Alter gar nicht so wichtig sind, wie das, was wir vorhin gehört haben, dass wir sehr soziale Pferde haben, die für sich so ein bisschen die Rolle übernehmen, neue einzusammeln. Weil Jung- und Alter-Rang haben auch Nachteile. Wenn ich einen sehr ranghohen hier rausnehme, der hier ist jetzt der Chef der Gruppe, der will da aber gar nicht raus. Der hat dann richtig Stress, wenn sie den hier verpaaren und an Rand stellen und macht ihn eventuell auch die ganze Gruppe kirre. Und wird sich auch um den Neuen gar nicht unbedingt so gerne kümmern müssen. Es geht schon, also solche, das kann man machen. Aber wahrscheinlich ist das eine relativ stressige Situation für das Integrationspferd auch. Der wäre wahrscheinlich, wenn er beschützt wird, hinterher sicher, wenn er mit dem Ranghöchsten in die Gruppe geht. Dass der Ranghöchste, sowas sehen wir manchmal, wir haben schon Gruppen gesehen, wirklich über Jahre der Ranghöchste das Integrationspferd immer noch bewacht hat. Aber wenn Sie hier den Rangniedrigsten mit rausnehmen, das wäre dann wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wenn der aus der Gruppe rausgeht, da denken Sie, oh wunderbar, da habe ich erstmal Frieden auf dem Nachbarpaddock und verpaart sich dann, der wird eventuell eine sehr starke soziale Bande aufbauen mit dem Neuen, aber er kann den Neuen nicht so gut beschützen, wenn es wieder zurückgeht in die Gruppe. Auch das sind so Vor- und Nachteile und das muss man tatsächlich in vielen Betrieben einfach ein bisschen austesten. Und wenn man das Glück hat, dass man ein sehr soziales Pferd hat oder sogar einen Streitschlichter, das ist das idealste Integrationspferd. Also, gar nicht so einfach, komplexes Thema. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Okay, Konstanz. Können noch viel diskutieren heute. Ja, Sie können noch später diskutieren. Ja, ja. Wir sehen Konstanz wieder heute Nachmittag.